Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Muramasa Rebirth mit mir, dem Levidan 2. Im letzten Part haben wir das Kapitel Revolution abgeschlossen mit Gombe und seinen Gespannen, hatten dann ein nettes kleines Happy Ending, wenn man es so nennen möchte, und könnten uns jetzt sozusagen dem nächsten Part oder dem nächsten Kapitel von Gernoku Legends widmen. Das wäre die Geschichte der weißen Schlange. Man muss jetzt vielleicht sagen, wir haben eine große Story durch, die von Momohime, und zwei DLC-Quests oder Chapters. Und zwei DLC-Chapters bleiben übrig mit einer großen Geschichte, nämlich die von Kisuke. Was heißt, wir haben jetzt den Halbwegspunkt erreicht. Auch schön. Mal schauen, ob es wirklich der Halbwegspunkt ist. Aber ich denke, wir starten einfach mal. The Spirited Seven Nights Haunting. Kakattana Arashimaru. Kakugosei. Shibire kona ni okasarete wa deku no you ni shuriken wo kurau shika arumai. Kazashimo ni tatta ga yoku yoku fuun yo. 6人も犠牲を払ってようやくじゃ。念のため留めを刺して顔を確認せい。あの白縫いに仕込まれた小僧じゃ。油断できん。見たか、未人転身の術。この狭い廃洞へ逃げ込んだのは。 Ja, wir dürfen laufen. So, lass uns doch mal mit den Leuten reden. Modotta no wa onushi dake ka. Takara wa dou natta? Okabe no yashiki kara ubatta takara wa imada Arashimaru no te no uchi ni. Kyatsume nani o chimayotta ka? Nigeru dokoro ka kochira ni mukatte orimasu. Otte ni mawatta kunin mo tsunagi ga taeta no o miru ni mohaya ikite wa orimasumai. Kaeri uchi ka. アラシマルめ必死じゃな。逃げおせられぬと踏んで暴れ死にする気だの。なんふくめたんの言えん。知らぬ。己の育てた下人が一匹、掟に逆らうばかりが、無苦しゅうに立てつくとは。この不始末、どう落とし前をつける気だ。トモグ。 嵐丸の一件、この白縫いが一人で出向き、型をつけてまいります。他の手勢はいりませんぞ。そうはいかん。掟に従い、他号の優に知らせる。抜け人には下人らの制裁が決まるよ。己は宝の矛を必ず持ち帰れ。できねば。 Und noch mit der Dame hier. Kaine ni te o kamareru ta zama nai. Soko ga shireta zo shiranui. Tawai mo nai yatsu yo. Ho, sasuga wa irimuko mo osoruru abura dake no himegi ni kachiki na mono desu na. たわいもないとおぼしめされるなら、しつこく絡まんでください。グレーを申さば許さぬぞ。ここで術比べをするか。 琵琶の音が冥界まで響くがごとく染み入るわい。
So, also, vielleicht zum Erklären, Arashimaru, den wir vorhin gesehen haben, ist ein Verräter des Iga-Clans. Der Iga-Clan, das sind die Ninjas, die uns schon praktisch in jeder Story auf den Hals gehetzt wurden. Und wir scheinen hier in ihrem Hauptquartier zu sein. Und ja, die drei vorhin sind so ihre Höchsten, denke ich mal. Die Anführer des Clans. Und die wollen natürlich alle Arashimaru tot sehen. これ、荒島る。目を覚ませ。蛇が喋った。我は、克巳稲荒木の姫神。この神座に祀られし。 白金が淵の白蛇なり。各我は現れたるは神をも恐れぬ不埒者に神罰を下すためぞ。見よ、社殿を血と死で汚し、天地さえ玉城の鏡をも打ち壊せば、罪業明白。もはや逃れられぬところなり。 嵐丸の定め、今宵より七夜目に息尽きる。八日の朝日は決して拝めねば、七昼夜悔いて苛まれよ。これは追っての現実にかかったが、それとも痺れでまだ夢から覚めねえでいるのか。夢幻にあらずば、その首に巻きつきて印となさん。 七夜目の最後、見届けてくれよ。驚いた。掴めねえが首の周りに重みはある。7日経ったらたたられ死にか。だがそいつは無理かもな。神罰を疑うか。参拝も耐え廃れた神社といえど、 仕込んだ中では、お主が一等の出来じゃ荒島。ここで死ぬには惜しい腕よ。知らぬ。もしやあんたじゃなかろうな。14年前に岡部の子をさらったのは。ほう、知ってしもうたか。何があったかは聞き知っておるが、10年前に名張から流れてきたわしには 関わりがないことよ。ところで、奪ったはずの宝を持っておらぬが、どこに隠した？教えれば、この場は一時見逃してやってもよいぞ。どの道片付ける腹積もりだろう。その手に乗るか。 So, genau. Arashimaru hat auch drei Waffen: Kunai, Sichel und Bomben. Genau, Kunai zum Werfen, Sicheln um Nahkampfangriff und Bomben sind einfach der starke Angriff hier wieder. Und unser erster Gegner ist Shiranui, unser alter Meister, oder Arashimarus alter Meister.
So, was versuchst du, alter Mann? Außerdem, was kommt es überhaupt drauf an? Wir haben eh nur noch 7 Tage zu leben, wenn das überhaupt noch richtig ist. Ja, kommt davon, wenn man von einer Göttin verflucht wird. Hm, nicht gut. Ja, hör auf mit den Schuriken. Du. Okay, Arashimaru habe ich einmal versucht zu spielen. Das heißt, ich muss ihn total neu lernen. Könnte interessant werden. Die Kunai scheinen hier nicht viel zu bringen. So. Boom! Eigene Bomben sind immer noch die. Nein, nicht groß. Uäh. Verfolgt mich sogar. Oh, der hat mehrere davon. Das war ein interessanter Move. Die den Trapper-Tüten. Okay. Ja, ich kann hier wirklich nicht viel nutzen. Hm? Shiranui ist eindeutig der bessere von uns beiden. Ich muss nun. Ich habe ihn schon mal besiegt. Ich habe ihn sogar das erste Mal besiegt, dass ich ihn bekämpft habe. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe, weil er scheint mir ein bisschen stärker zu sein im Moment, als ich ihn in Erinnerung hatte. Vielleicht habe ich die Kunai mehr benutzt. Ich meine, wenn man schon so einen Fernkampfangriff hat, sollte man die doch auch nutzen. Autsch. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde diesen Kampf wahrscheinlich verlieren. Ja. So, wenn ich das nochmal machen kann. Ja, nochmal, nicht nochmal, okay. Ach, jetzt kommt er damit. So, wenn ich da ein paar auf dem Feld habe. Genau so. Bomben. Nicht gut. Hört auf mit Kling zu schmeißen. Ja. Was genau? Was sind eigentlich die Kreisangriffe? Use Weapons in the Air. Okay. Okay, das ist hilfreich. Dann Sichel. Okay. Und das für weiter entfernt. Ach so, okay. Ja, muss man erst lernen. Aber das mit dem Kunai finde ich schon mal ganz toll. Dann noch in der Luft hieß es, kann ich die weiße Schlange beschwören. Ja, eigentlich wäre es mir auch vollkommen recht, wenn sie mich umbringen. Na, wir haben ihn. Trotzdem. Viel wird es mir nicht mehr bringen. Ja, deshalb. Damit muss man rechnen. Okay. Aber jetzt nehmen wir gleich zuerst das Kunai. Machen uns auf ein heißes Gefecht bereit. Auch nicht schlecht. Automan. Trifft das? Nee, auch nicht wirklich. Ach, ich kann die Bomben jetzt noch ausprobieren. Ah, das ist diese. Das ist die Technik, die er vorhin gezeigt hat. Und Sichel. Just. Oh, okay. Das hätte mich nicht treffen dürfen, meiner Meinung nach. Ausgewichen. Ja. Hat sogar. Das bringt eher was.
Ja, komm, habe ich kommen sehen. Das hätte so viel mehr Schaden machen können. So, er verwandelt sich wieder. Kein Problem für mich, wenn Arashimaru sich ein bisschen bewegt. Die Schlange war relativ effektiv. Dementsprechend, warum nicht? Und da ging die. Aber ich habe immer noch die Bomben. Und da haben wir auch unseren Lehrer. Möchtest du Bomben? Oder möchtest du lieber eine... Ich weiß nicht, warum das die Schlangengöttin uns hilft, aber sie macht es auf jeden Fall. Kann nicht sagen, dass ich sie irgendwie schlecht machen möchte. Ich meine, wenn sie mir helfen möchte, danke. Oh shit, jetzt heißt es wegrennen. Alle Waffen zerstört. So, immerhin die Kunais sind wieder einsatzbereit. Ich sollte das nicht blocken, wenn er den Flammenangriff macht. Und Bomben. So. Ja, das funktioniert. Yep. Und verwandelt sich wieder in die Dinger. Holen wir die Schlange raus. Oh Gott, die werden nicht einfach... Hört bitte auf damit. Ich habe noch nichts von meiner Schlangengöttin hier gesehen, was mir irgendwie weiterhelfen könnte in diesem Kampf. Also jetzt gegen diese Dinger hier. Will wohl nicht mehr. So. Ja. So. Komm schon. Wenn du nicht bist, dann weiß ich nicht mehr, wohin mit mir. Ich zerstöre hier einfach nur meine Waffen in der Hoffnung, dass ich mit dem Break-Move, also da dem Wechsel-Move, irgendjemand treffe. Und treffen tue ich. Okay, er ist wütend. Dankeschön. Nicht, dass ich es nötig gehabt hätte. Nehmen wir nochmal die Schlange raus. Ja. Noch ein Treffer und ich bin hinüber. Ist ja ziemlich egal von was. Ich glaube nicht, dass ich... Ja, den Kampf überstehen wird. Das ist... Ich frage mich, ob ich ihn das letzte Mal auf einfach gemacht habe, das mich jetzt so auseinander nimmt. Oh, wo bist du, alter Mann? Schau ich direkt über meinem Kopf. Fast. Einen Augenblick, bitte schnell. So, nein... Gut. Wieder da. Also war nie weg, weil ich die Aufnahme nicht wirklich abgebrochen habe. Nur. Ich habe nur genervt geklungen. Sollte ich. Alles so funktioniert hat, wie ich es gerne hätte. Oder nicht hätte, weil sonst hätte ich nicht fluchen müssen. Zu fluchen. Mich nicht dabei etwas abnerven. Ja, der wirft noch eins, natürlich. So. Jetzt sollte Batsan Duruma-Technik wieder.
Dass der so viel Prio haben muss. Er setzt nur die gleichen Angriffe ein wie ich. Warum habt ihr Sachen... Also, nein, er setzt mehr ein. Aber warum haben seine Angriffe Prio? Ich benutze auch nur eine Sichel. Autsch. Nee, 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 nee. Hier, bitte. Ja. Oder auch nicht, bitte. So, er verwandelt sich wieder. Wohin er auch immer geht. So, beschwören wir die weiße Schlange. Hört die da rum. Sichel brauche ich gerade am wenigsten. Autsch. Und Kunai, um mir ein bisschen Abstand zu verschaffen. Oh shit. Boom. Ich bin weg. Wenn ich dir kaum Schaden mache. Und das ist, glaube ich, normal am Anfang. Aber es fühlt sich so schwach an, wenn man immer nur einen Schaden macht. Mit dem Flankenangriff weiche ich in Zukunft aus, das weiß ich jetzt. Dankeschön. So. Was für ein Ninja-Kampf hier. Keiner gibt nach. Der hat mich gar nicht mehr getroffen. Danke. Nur verwandelt er sich jetzt wieder, genau, in die Darumas. Und so. Hm. Nicht mal schlecht. Und da ist er wieder aufgetaucht. Ah, jetzt ziehe ich dir so viel Leben an, wie ich nur kann. Dafür sind die Kunas ja... shit. Ja, danke. Ich wollte eigentlich nur wegrennen. Ich glaube, das sind die Tornados. Jupp, das sind eindeutig die Tornados. Hm. Okay, nochmal die Sichel. Holen wir uns die Schlangengöttin zur Hilfe. Also, eigentlich Wassergöttin, hat sie gesagt? Das ist die weiße Schlange, Shirohebi. Ist euch eigentlich die Referenz aufgefallen in Arashimarus Namen? Wahrscheinlich schon, sofern ihr ein bisschen Animes schaut, dürftet ihr sie recht leicht erkannt haben. Eigentlich wollte ich die Luft... den Luftangriff machen. Kann man mehrere weiße Schlangen beschwören? Bitte nicht den Tornado-Angriff. Shit. Naja. Ah, verdammt. Wo ist das gerade jetzt hin? Oh. Wechselt ja gar nicht mehr. Oh Gott. Er interessiert sich nicht mal mehr für den Schaden, den ich anrichte. Verdammt. Und dein Schlag und ich bin fort. Hör auf damit, du machst mir Angst! Shiranui, hör auf! Jetzt kommen noch Bomben! Oh Gott, dieser Kampf!
Treffe ich oder was passiert hier? Also ich scheine zu treffen. Shit, 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 shit. Nein, nicht dieser Angriff. Der hat die höchste Chance, mich zu treffen. Was machst du hier? Verschwinde. Oh Gott. Ich bin zu kurz davor, aber so weit davon entfernt. Hier fliegt er jetzt am Boden? Nee, er ist einfach draufgesprungen. Shit. Jetzt kommt der Tornado-Angriff, wenn ich raten darf. Und ich darf einfach nicht erwischt werden. Oh Gott. Ein Schlag und ich bin hinüber. Wow, er kann sogar Schwertechniken. Hashimaru, beeil dich! Schneller als nur im Lauftempo. Das ist übel. Aber immerhin habe ich bald meine Kunais wieder. Dankeschön. Schlechter Augenblick, um zu wechseln, aber... shit, was suchst du hier? Oh Gott. Ich werf so lange mit Kunais, bis ich was treffe. Und ich treffe. Das sind, glaube ich, die Tornados? Oder was bebt hier so? Hör auf mit deinen Schuriken. Ja, das passiert sonst nämlich. Oh Gott. Naja, ich kenne die Strategie jetzt. Ich nenne es mal Strategie, egal. Ich sollte den Kampf halt irgendwann auch mal noch beenden, dementsprechend. Hin und her, so soll es sein, von mir aus. Wenn du meinst, Spiel. Mach ich kaum Schaden. Ja. Nicht Bomben. Du kannst die Bomben viel besser werfen als ich. Boom. komm mal her. Bitte. Danke. Ich hoffe, dass die Schlange dich für immer verfluchen mag. Pff, getroffen von seinen eigenen Bomben. Na, das hat funktioniert. Irgendwie. Ich weiß es noch nicht ganz wie, aber irgendwie hat es funktioniert. So, und wir holen uns die Schlange. Nee. Dumme Dinger. Ja, einer von diesen zwei muss Shiranui sein. Wir haben ihn gefunden. Hey, Shiranui, weißt du was? Nicht das. Nee, 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 nee. Ich kann auch Geheimtechniken, die dir wehtun. Okay. Ach so, ich habe wieder auf die Bomben gewechselt. Nicht mein Ziel. Ach komm schon, wir wissen beide, dass ich der Bessere bin, Shiranui. Wow, das ist ein Sturm an Shuriken. Ich glaube, der möchte mich jetzt einfach nur noch tot sehen, wenn er den Angriff einsetzt, den ich schlecht ausweichen kann. Oder nur noch den Angriff. Ja, nehmen wir dies. Nein, eigentlich wollte ich gar nicht wechseln, das ist eine dumme Idee. Aber ich musste. Jetzt habe ich keinen Wechselangriff mehr für seine blöden Durumas. Darumas. Aber ich habe... Willst du mich lassen? Bomben dafür. Gut, nehmen wir mal Leben. Und ich hatte Bomben. Jetzt habe ich nur noch eine Sichel. Die aber anscheinend ausreicht. Steh schon auf, wenn du schon mal nicht weitermachen möchtest. So.
Ja, natürlich gerade, wenn ich die Kunais raushole. Naja, hier hinten wissen wir ja, kommen die nicht hin. Also können wir hier... Naja, verdammt. Das war der unmöglichste Angriff. Also unmöglichste. Der schlimmste Angriff, den er sich aussuchen konnte. Naja, wenigstens Arashimaru macht eindeutig wieder ein bisschen mehr Spaß als die Bauern. Obwohl, wenn ich ihn so rennen sehe, kommt er mir immer noch sehr langsam vor. Ich hoffe, da gibt es ein frühes Update dagegen. Dass man irgendwie seine Laufgeschwindigkeit ein bisschen... Autsch. Ja, mit seinen Nähen cool, das will mir leben. Unter mir? Ja, genau, dort ist... ein viel besserer Ort, um nach ihm zu suchen. Und kriege ich sein Leben noch ein bisschen mehr runter? Wahrscheinlich. Nee. Das hat funktioniert. Sicher. Und Kunai, er kommt wieder hier hin. Ganz normal für ihn. Oh. Jetzt wirft er sicher wieder mit Kunai um sich. Nee, er hat sogar den Sturzangriff angesetzt. Okay, solange ich am Boden bleibe, sollten mir die Tornados nichts anhaben können. Richtig. Das war ein Fehler seiner Berechnung. Aha, aber ich habe noch einen Geheimtrick. Ich habe die Schlange noch nicht so oft eingesetzt. Ich weiß nicht, ob sie schwächer wird, je häufiger man sie einsetzt, aber sie hat zumindest gegen die Durumas mehr gebracht als gegen ihn. Auch jetzt wieder. Keine Ahnung. So. Okay, du kannst von mir aus auch selbst runterkommen. Oder natürlich auch nicht. Also, komm du mal. Ich habe eine Überraschung für dich. Ja, einfach nur normal kommen. Von wo auch immer. So. Bombs for the win. Ich kann zwar nicht wirklich viele von ihnen werfen, aber hey. So, das ging auch wieder viel zu lange, wie schon bei den Krähen. わしの種明かしのあるじつとは違う、その魔覚主義の術、キャツラ、まさかお主にまで授けておったとはの。屋根について聞いた話、洗いざらい吐いてもらおうか。一つだけにしておくわい。その件でじかに手を下したのは油だじゃ。 僕も父上を切ったな。老石物め、岡部幸恵が医師、伝五郎が許してはおかぬ。観念して名を名乗れ。伊賀は骸の嵐丸、冥土の土産にでも覚えていくんだな。嵐丸、地獄に落ちても忘れぬぞ。 気を失いやがった。たあいもね。地獄が望みなら一息に送ってやるぜ。
待て。胸の相手はこの行方であろう。殿から賜った酸素の矛、持ち去られたとあっても家がならぬ。逃すまいぞ。まだ生きてやがったか、往生際の悪いこった。長く苦しまねえよう、今解釈してやるから動くなよ。再戦、ムクロと申したな。 ムクロ衆ならなおのこと。アカネマルのためにもウヌラの好きにさせようか。アカネマル、その名妙に聞き覚えがあって引っかかる。生きておればお主ぐらいの年格好。アカネマルは14年前にムクロ衆にさらわれ、 行方知れずとなったわしがせがれよ。アカネマル、まさかそいつには目立つあざがあったりはしねえよな。例えば腕なんかに。確かにせがれには左の二の腕に千鳥の文様に似たあざがあった。お主、せがれについて何か知っておるのか。 ふざけるな。それならてめえが俺の親だと抜かすか。なんと、せがれのものと寸分たがわぬその腕の技。幾年月過ぎようと寝る間も忘れぬせがれがこと、今も生きておったか。アカネモル、 Also, wir müssen ja wieder mit ein paar Leuten reden. Arashimaru und Nanorishimo, Okabe Yukie ga chakuna, Akanemaru ga makoto ni wa, kazute no nakama o teki ni mawasu wa. 親殺しを悔やんでか。てめえ、その名をどこで知った。わらわを軽んじるな。その方の夢に入り、過去を覗いた。隠し立ては無駄なこと。諸人の思いは手に取るがごとくわかる。二度と茜丸の名を出すな。俺は忍びの荒島る。 誰をやろうと悔やむものか。ムクロ衆を抜けたのは気に食わねえから、それだけだ。山を越えてから襲ってくるのはムクロ衆の忍びだけじゃねえ。こいつは毒ロダニで見たやつだ。忍びの掟通り、裏切り者へは伊賀総での制裁か。いよいよ逃げ場はなくなっちまったぜ。 ああ、ニービカカンフテフォークト。お、ディシュケンビア。見つけたぞ、キューテキ。ムクロのハラシマル。このオカベデンゴローが相手だ。父の無念を晴らし、本能を遂げるは今この時。いや、私、マンシュビアったばい。心情に勝負せよ。んてや、セトット。しかも、ネシタソグヴィンゴル。オカベのせがれデンゴロー。それだけくどく名乗られりゃ、忘れたくても覚えちまった。 山の中までご苦労なこった。お前を撃つためなら、血の果てだろうと追いかける覚悟。Lustig. Zwei Brüder und der eine weiß es nicht einmal. そんなヘッピリ腰じゃヘチマすら切れねえよ。こっから先は血の果てどころか地獄の底だ。もうついてくるんじゃねえ。 So, die letzte Cutscene, bevor der Part endet. Mit ganzer Zeit. あん時死なねえように手当てまでしてやったってのに、めんどくせえ野郎だ。デンゴローは真実を知らぬ。兄だと打ち明けぬままでおく気か。
親の仇が実の兄弟なんぞと、知らぬが仏、言わぬが花よ。数日のうちには露と消える俺が命、これ以上面倒はごめんだ。忍びの村々は掟でつながってる。あちこちの下人が稲子のように群がるぜ。一夜も生きて、おめえのたたりで死ねりゃ儲けもんだ。それはならぬ。罰が当たる前に死なれては神の名に触る。下した神罰が当たらぬようでは土地神として面目が立たぬ。さらば7日の間に勝手に死なせはせぬ。わらわがその身を必ずや守ってみせようぞ。俺をたたる神様が俺を守れたって？そいつは見物だ。目指すは伊賀の野槌城、ネズミも逃げ出すムクロの本陣、狙うは上人油田の命、ムクロ衆の大将杭だ。おめえの言うように生きてたどり着きてえもんだな。So, nächstes Ziel, Hauptquartier der Ninjas. Mit einer göttlichen Beschützerin an unserer Seite, weil es ja eine Schande wäre, wenn wir sterben, bevor ihr Fluch uns umbringt. Gut, ich würde aber sagen, das war's für heute. Auch wieder ein langer Part mit vielen Cutscenes und blablabla. Aber ich hoffe, er hat trotzdem gefallen. Wir werden uns dann im nächsten Part wiedersehen, wenn wir mehr Action haben. Obwohl, heute hatten wir genug Action, aber nur mit einem Gegner. Also, naja, in diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal.